Einlauf, begrüßt doch mal unsere Gefolgschaft ganz freundlich. Ganz freundlich. Ja. Okay, willkommen zu unserer neuen Folge Forest oder The Forest mit Nemasuk und mir. Hallo. Hallo! So. Oder hätte ich lieber Nemasuk sagen sollen? Nemasuk, my bell. Geht natürlich auch. Kein Problem. Nach einigen technischen Problemchen hat es endlich geklappt, dass hier die Facecam aufgenommen wird. So, Wir hätten schlafen gehen können, hä? ja, mal Oder? gucken, ob es schon geht. Ja, können wir machen, sofern es geht. Bisschen dunkel. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch warten. Ja. Computer Ja, sagt denn. nein, wir dürfen noch nicht schlafen. Dein Computer sagt heute zu allem nein, glaube ich. Ja. Komische. Naja, haben wir noch mehr Zeit, unsere Wand bauen. Walls to the wall. Hey, von als ich das Radio an hatte, da lief mal endlich wieder ein Lied von Accept. Ah, okay. Welches denn? Walls to the wall. Netter Titel. Baumfeld. Vor allem, ich hatte das Fenster während dem Duschen aufgehabt und habe ein bisschen mitgesungen und dann kam. Und mein Vermieter war anscheinend währenddessen am Rauchen gewesen draußen. Als ich hier fertig war, kam er nach einiger Zeit ans Fenster und hat mich gefragt, was ich denn für eine Party mache. Beim Duschen. Ja. Ja, vielleicht so eine FKK-Party oder so, weiß man ja nicht. Ich weiß zwar nicht, wie man es duscht, aber es macht man für gewöhnlich ohne Klamotten. Naja. FKK-Part mit mir alleine, ja. Das wäre Ja. schon traurig. Wäre ganz schön traurig. Naja, wenn es halt nicht anders Ja. geht, ne? Ja, schon. Im Zweifelsfall halt dann alleine. Ja, da hättest du Fehlt nur echt noch hier die. mal Mikro anmachen müssen. Das hätte ich auch gerne gehört. Wisst ihr, wär zum Beispiel schon mal ein gutes Outtake-Material? Ja, schon. Ja, für sowas fehlt mir noch der richtige Mensch an meiner Seite. Für Gesang und Dusch-Outtakes? Ja. Generell für so FKK-Partys unter der Dusche. Die ist unter der Dusche. Ja. Muss ja auch schon Spaß machen, ne? Das ist richtig. Ja. Oh. Fast. Toll, jetzt fallen die da runter. Da gehe ich nicht runter. Da Warum? wartet bestimmt schon irgendwas da unten. Bist doch hier in Gedanken männliche Person von uns. Du hast doch die Hosen an hier. Ja, na klar. Das heißt aber nicht, Ja. dass ich Arbeit nicht auf die abwälzen darf. Ah. Nur weil ich klein bin. Ja. Immer auf die Kleinen hier. Ihr habt's verdient. Ah. Baumfeld. So, muss ich mal was essen hier, sonst sterbe ich hier an die Hungernot. Hier keinen Zwang an. Ich habe, glaube ich, noch ein paar, paar Kaninchen und Echsen da. Die sind ein bisschen gelb, grünlich, aber die kann man noch essen, glaube ich.
Boah. Und ein Snickers. Ich hätte noch ein Bein. Gerüchten zufolge heißt Wei. es, wenn man sich durchgehend von wenn man durchgehend Kannibalismus betreibt, so richtig aktiv, dann bekommt man angeblich Halluzinationen. Ja, super, die habe ich ja jetzt schon. Ja gut, eigentlich habe ich die ja. Du bist auch nun meine zweite Persönlichkeit. Schon vergessen? Ach ja, stimmt ja. Oh Ja. Mensch. Da ist noch was zu essen Da war ja noch drauf, wenn du was. noch was Ja, zu willst. spät. Jetzt habe ich schon meinen Snickers gegessen. Zu spät. Okay, dann ist es Okay. meins. Jetzt können wir schlafen. Endlich. Na bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Morgen, liebe Geh Sorgen. weg. Hey, ich bin erst da. Als ich aus dem Fenster sah, graute der Morgen. Wunderschön. Das dachte ich mir heute früh auch. Wann bist du denn wach? Nehmen wir mal an. Ich hätte das Handy neben mir auf laut gestellt, hab den Wecker ignoriert und da kam ein Steam-Geräusch mit blub, blub. Und dann habe ich gewusst, dass ich aufstehen muss. Hat Es er nun könnte. gesehen, Steam hat mir nämlich angezeigt, du warst da zu dem Zeitpunkt vor paar 20 Minuten das letzte Mal online. Und was Steam sagt, das stimmt. Ja, das ist, ich habe das auf dem Handy drauf. Und wenn ich quasi mein Handy in die Hand nehme und den Screen wegnehme, dann läuft Steam. Und dann zeigt es dir an, dass ich online bin. War. Weil ich das Handy kurz angefasst habe. Okay. Das extra so eingestellt, wenn ich da hier was über Steam machen möchte, dass man, also dass ich das dann höre. Dass ich das nicht verpenne. Ah, okay. Da bin ich einmal nicht zu spät, dann fängst du damit an. Ja, es ist. Zumindest bin ich keine 40 Stunden zu spät und komme gar nicht, ne? Ey, ich hatte noch was Wichtiges zu tun, das habe ich dir vorhin erläutert. Und ich habe mich schon aufrichtig entschuldigt und dir in Gedanken einen riesigen Strauß von deinen Lieblingsblumen hingehalten und habe vor dir gekniet. Was sind denn meine Lieblingsblumen? Hast du mir noch nicht verraten? Ach so, aber da hast du mir schon einen Strauß gegeben, Deswegen habe ich gesagt, füge bitte deine Lieblingsblumen hinzu, da ich noch nicht weiß, welche das sind. ja. Ach ja. Was sind deine Lieblingsblumen, mein Schatz? Eigentlich sind's Rosen. Rote Rosen, weiße Rosen. Ist eigentlich so ziemlich egal. Eigentlich, ja. Nee, eigentlich sind das rote oder die dunkelroten, die etwas schwarz wirken. Die finde ich auch ganz cool. Okay. Aber im Grunde, also wenn das so Stielblumen sind, dann die. Und die richtige Blume ist die Königin der Nacht. Aber das wird jetzt wahrscheinlich gar nichts sagen. Königin der Nacht, du. Voll mysteriös und creepy. Ah. Ich bin froh, wenn ich Rosen und Gänseblümchen auseinanderhalten kann. Ja, ich meine, die sehen sich ja auch sehr ähnlich. Ha, da ist Ja. es schon sehr schwierig. Oder Stiefmütterchen, kann ich auch noch wie sagt man noch gleich, klassifizieren. Klassifizieren. Sagt man das so? Ich weiß es gerade Ich nicht. habe keine Ahnung. Das ist viel zu früh, damit ich das jetzt weiß. Da musst du mich in ein paar Stunden noch fragen, wenn ich professioneller wirke. Ella, wenn ich das erleben würde, ne? Ja, siehst du? Nur das Problem ist, es ist immer ein paar Stunden später. Ja, eben.
Wenn ich das erlebe, dann mache ich mir ein rotes Kreuz im Kalender. Ich werd versuchen, das nächste Mal so professionell rüberzukommen. Wirst du mit den Ohren schnackeln? Connected. Wie viel Kaffee und Koffeintabletten willst du denn einschmeißen? Ja. Damit du dann so in der Lage bist, so professionell rüberzukommen. Ich glaube, da brauche ich dann erstmal 5 Bier oder sowas. Da liegst du erstmal sabbernd in der Ecke. Genau. Erstmal kurz sabbern in der Ecke liegen und dann, wenn ich mich wieder aufraff, dann bin ich so Ach den. richtig professionell. Weißt du, wie Barney, der von Simpsons. Der wird Oh doch auch ja. immer voll professionell, wenn der keinen Alkohol getrunken hat. Das Beste ist noch in irgendeiner Folge, da will Mo den aus der Bar schmeißen. Oder generell alles der Bar schmeißen. Dann irgendwie in kurzen Abständen schmeißt der im Gesamten fünfmal Barney aus der Bar raus. Barney, wie machst du das eigentlich, dass du alles wieder in der Bar bist, ohne dass wer es bemerkt? Ja, der wohnt doch über Mo. der Bar, ne? Ja, eben. Mo, ich bin Säufer. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich irgendwas mache. So in der Art, ja. Ja. Ja, ich glaube, der hat da hat er nicht so ein Feuerwehr, Stange, wo der immer runterkommt in die Bar? Kann das nicht sein, dass der sowas hat? Irgend sowas war da, glaube ich mal, ja. Ja, der wohnt nämlich, glaube ich, der muss bloß runterrutschen und schon ist er in der Bar drin, glaube ich. Ja, nee, aber wie gesagt, der wurde da ein paar Mal rausgeschmissen und der hatte eigentlich keine Möglichkeit, da in die Bar wieder reinzulaufen, ohne dass man es sieht. Und trotzdem war er fünfmal wieder in der Bar drinne. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo schon ein Loch gebuddelt haben oder so unter den Toiletten drunter. Wahrscheinlich. Bin ja mal gespannt. Du willst mich umbringen, oder? Ja, es Ich ist die Rache. hab grad voll den Bombenschädel bekommen. Hat mir Rüstung abgezogen. Echt? Na, sowas aber auch. Tut mir auch voll leid. Glaube ich dir nicht. Nicht? Nee. Okay, hab ich schlecht gelogen. Tut mir leid. Ja. Das kam glaubwürdiger rüber. Ich bin ja mal gespannt, ob man diesmal auch mein Geklicke hört. Ab und zu hört man irgendwie mein Geklicke im Video, ist mir aufgefallen. Zumindest bei mir dann. Bei dir hört man das nicht. Obwohl mein Mikro eigentlich sehr empfindlich ist. Eigentlich. Eigentlich. Aber ich bin ein Säufer, ich weiß überhaupt nicht, wie ich irgendwas mache. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir unseren Sohn finden. Timmy? Da ist doch die Frage, wollen wir Timmy überhaupt noch finden? Ich meine, wir haben uns hier eine schöne Bude eingerichtet und so ein Kind würde jetzt Connected. wirklich stören. Ja, stimmt auch wieder. Folge 1000. Wollen wir jetzt denn nicht mal Timmy suchen? Och nee, noch eine weitere Hütte hier und noch ein weiterer Verteidigungsring. Okay. Ja, ich meine, wir haben ja auch nichts Besseres zu tun, als hier zu bauen und was zu essen zu machen, uns ein schönes Leben zu machen. Ja, Kinder sind dann nur Nebensache. Irgendwann sind wir so ein richtig fette Bro-Gamer. Und laufen dann halt nur ohne Rüstung rum und machen die ganzen großen Mutanten mit nur einem Fingerschnipp kaputt. Hier kann man übrigens auch eine Pistole zusammenbauen. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee. Da sind irgendwo im ganzen Wald verteilt drei Bauteile für die Pistole. Okay. Dann kann man die irgendwie zusammenbauen. Ich hoffe, man kriegt dann die Munition auch dafür. Keine Ahnung. Weil ohne Munition kann man es denen vielleicht an die Birne hauen. Komm her, Vogel, ich hab Hunger. Na bitte. Das war jetzt 1A, einmal ausgeholt.
um den Vogel geklatscht. Ich war schon erstaunt, dass wir bei den anderen Spielständen, die wir so privat nutzen, dass ich da die Spitzhacke gefunden habe. Die Spitzhacke dann hier, ne? Womit wir die Wände hochklettern können. Ah, das Teil, ja. Ja, da war ich schon erstaunt. Es war aber auch reiner Zufall. So, die Folge ist auch gleich vorbei. Ein paar Minuten haben wir aber noch. Dann schaue ich die paar Minuten noch ins Feuer. Ich habe nämlich Hunger. Okay. Es gibt ja auch nichts Schöneres als das Feuer. Und ich meine, man betrachtet dieses Feuer mit 6 super tollen Steinen, ein bisschen Holz, Kohle, au, und Feuer. Ja, das war unerotisch. Jetzt wollte ich das Feuer hier verkaufen. Ist mir leider nicht gelungen. Also, im Pay-Fernsehen werde ich definitiv nicht aufgenommen. Ach, frag meine Freunde bei TTT gestern. Da war ich zwischen den Folgen relativ kreativ. Mir Synonyme für einen diversen, sehr menschlichen Vorgang denken. Du hast eine Echse. Du hast 2 Echsen erschlagen. Die waren in meinem Inventar, die sind da. Ich habe mir gedacht, jetzt wo sie die Farbe von Spinat haben, sind die nicht mehr so ganz genießbar. Ach, das ist gar nicht den ihre. Nein, das ist I. verdorbene Echse. Ich dachte, die haben da noch hier ihr Dingsbums drüber. Bist du doch eine Blondine? Schon, hast du es nicht gewusst? Nee. Connected. Die roten Haare sind nicht echt. Hätte ich wissen müssen. Mit dem Stein vor. Was? Aua, nicht schon wieder. Tut mir Da leid. musste ich die ganzen Zwischenfolgen durch. Jedes Mal tut es mehr weh. So, haben wir die Zeit? Die Zeit haben wir. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüssi!